So, hallo und herzlich willkommen zurück zur Folge. Boah, was haben wir denn jetzt? Ich weiß es gar nicht. Ich kann es nicht mehr ganz genau sagen. 18, 19 oder sowas. Vielleicht ist es sogar richtig. So, wir stehen natürlich wieder hier und versuchen unser Glück hier bei diesen tollen Kugeln, den Fledermäusen und so weiter und so fort. Mal gucken, wie wir es so schaffen. Der Sprung war natürlich wieder grandios scheiße. Oh mein Gott. Wie werden wir das schaffen? Das ist die Frage natürlich. Hä, lol, ich wollte gar nicht zurückspringen. Eieieiei, das kann ja wieder was werden. Im Grunde genommen erstmal hier ran. Zack. Dann nochmal. Ey. Man muss da einen echt höheren, größeren Sprung machen. Hilft alles nichts. Boah, ey. Wenn jetzt jeder Raum so ist, da werde ich verrückt bei. Ohne Witz. Also am ersten brauchst du gar nicht zu rennen, weil du dann zu weit rutscht und dann in die Kugel fliegst. So, das heißt, bei dem ersten einmal einen gechillten. Beim zweiten musst du halt sowas machen. Und beim dritten musst du auch sowas machen. So, wie viel Life haben wir jetzt? Okay, 2. Das ist schon mal ein bisschen besser gelaufen als beim letzten Mal. Das Problem ist jetzt hier natürlich auch wieder diese scheiß Mine, ne? Bei den Minen, da bin ich echt nicht schlecht. Bin ich echt nicht gut. Alter, wie... Ich drück auch erst bei grün, das ist das Problem. Ich muss, wollte aber eigentlich später gedrückt haben. Komm, ich hole mir noch mal kurz 2 dazu. So. Dann haben wir vielleicht die Chance, das mal ein bisschen mit ein bisschen mehr Energie zu überleben. Oh, das war natürlich auch schlecht gesprungen. Das ist mir selbst klar. Eieieiei. Das ist natürlich schon wieder eine super Sache hier. Da raste ich gerne auch mal irgendwann komplett aus und schmeiß den Controller umher. Aber im Moment hält sich das noch in einem bestimmten Rahmen, wo ich sagen kann, das läuft. Guck mal, so nah kann man an den Dingern stehen. Das ist ja interessant. Halt's Maul. So. Also, ich weiß nicht, mehr als 2 Leben hat man anscheinend nicht. So, jetzt mal schauen, ob das hier mal ein bisschen besser läuft. Das Gute ist, dass man es zumindest, beziehungsweise, dass ich das jetzt ein bisschen fixer schaffe. So. Okay, ich habe es immer noch nicht so ganz raus. Das ist schon mal safe. Das war vielleicht ein bisschen zu nah. Meine Güte. Die Minen, ey, die machen es echt auch nochmal aus, ey. Das ist ja echt auch mal... Weißt du, das ist dann bei diesem normalen Schwierigkeitsgrad das Problem. Da hat man echt nicht... Da hat man keine Narrenfreiheit. Ich will erst gar nicht wissen, wie es wohl bei schwer aussehen muss. Bei schwer hat man ja so ein paar Kleinigkeiten. Ich glaube, man hat immer weniger Bomben. Also, wenn man auf so einen Bombenknopf drückt, hat man nur 3 statt 5. Und bei normal hat 5 und bei leicht hat man 10. Das heißt, bei den Steinen und den Fleischstücken ist das halt, glaube ich, ähnlich. Und bei den Minen hat man ein bisschen, bei leicht hat man da Ewigkeiten Zeit und bei schwer halt fast gar nicht mehr oder bei normal auch. So, ich würde so gerne hier speichern. Ich weiß auch nicht, ob man da einfach rüberhüpfen kann. Ich glaube es fast noch nicht. Ich kann es ja mal versuchen, einfach nur aus Spaß. Ah, okay, verstehe. Okay, da ist so ein Teil. Kann das wohl hüpfen? Okay. Ja, es kann hüpfen. Alles klar, da muss ich da einfach nur rüber springen. Lol. Komm, ich bring mich nochmal um, da muss ich nicht so weit laufen.
Alles klar, Arkel ist klar. Also den ersten kannst du dann halt da auslösen und den anderen musst du dann wahrscheinlich irgendwie halt klarkommen. Ne, den muss. Ne, da kannst du halt nicht landen, ne? Okay. Jetzt würde ich gerne nochmal speichern. Ehrlich gesagt. Ist er tot? Nee. Okay, der ist nicht tot. Ist nicht so schlimm. Vielleicht kann man ja hier irgendwie... Nee, kann man leider nicht. Runter. Okay, dann können wir jetzt mal diesen Glockenscheiß hier wieder machen. Das Problem ist gleich wieder dasselbe wie vorhin. Dass wir halt jetzt immer wieder diesen Hund wieder fertig machen müssen. Und dann wieder zurück. Und das wird jetzt, weil er überlebt hat, jetzt natürlich nicht gerade einfacher. Wenn ich das so sagen kann. Jetzt steht jetzt natürlich hier unten. Und haut mich sofort kaputt. Ah, ich sehe gerade, da unten wäre ja auch noch eine Mine, die ich mal aktivieren könnte. Hm. Easy, easy, easy. So, es geht anscheinend doch. Komm. Wir aktivieren dann das Teil mal da unten und hoffen dann mal auf darauf, dass das Viech runterfällt. So. Springen und let's go. Wo bist du, Hündchen? Da bist du. Okay. Oh my God. Das Problem ist halt, jetzt müssen wir auch wieder zurück. Oh nein, oh nein, oh nein. Das wäre natürlich ultra schick, ne? Wenn wir das da mit einem Versuch schaffen würden. Aber das wage ich bald zu bezweifeln. Ach, warte, da ist noch ein Schalter, den ich noch aktivieren muss, sehe ich gerade. X, hallo? So. So, das Feuerchen haben wir. Dann mal ab zurück. Kommen da vielleicht irgendwie ein paar Tauben zurück, die mir vielleicht helfen können? Das ist doch nicht euer Ernst. Wie soll ich das denn mit einem Mal verschaffen, meinte ich. Hier muss ich nur durchrennen und auf Glück hoffen, dass das läuft. Du wandere, renn nicht los. Jetzt wäre zu spät, also ich quasi... Guck mal, wieder da hängt, lol. Scheiße, jetzt wäre von neu. Hm. Das wird echt spaßig. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Oh Gott, was habe ich denn da gemacht? Der Checkpoint ist auch ein wenig undankbar, muss ich sagen. Also... Der müsste eigentlich da unten stehen. Und irgendwie... Nee, man bräuchte jetzt zwei quasi. Dass man da irgendwie nur noch diese Sprungpassage vor sich hat. Warte, ich muss erstmal wieder raffen, das funktioniert hier. So. So. Alles klar, Chef. Das haben wir schon mal so gelöst. Das Problem ist, das dauert ja auch immer wieder hier so eine bestimmte Zeit. So seine, keine Ahnung, 30 Sekunden oder was auch immer das ist. Und das immer wieder zu wiederholen. Dann die ganze, die Flamme dazu aktivieren, dann das Glockenspiel dazu aktivieren. Das ist alles so eine Sache, ne? Da denkt man auch so. Oh Gott, halt's Maul. Ah! Jetzt konnte er hier doch hochspringen? Ja, lol.
Das läuft ja richtig heute. Wo ist der jetzt hin? Ist der jetzt mal in die Luft gesprungen? Gejagt worden? Hallo, Hündchen, wo bist du denn? Ist wieder zurück. Oh mein Gott. Ja gut, komm, lassen wir das. Ich muss das jetzt, glaube ich, wieder so machen wie gerade eben. Ich versuche es jetzt einfach ein, zwei Mal. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. So, da bin ich wieder. An der gleichen Stelle eigentlich. Aber ich habe was rausgefunden. Nämlich folgendes. Ich laufe mal kurz hier in die Ecke. Bei Downs. Es gibt hier nämlich die Möglichkeit, schnell zu speichern. Also schnell speichern. Das geht nämlich hier, ne? Und wenn man das macht, kommt man an der Stelle wieder, wenn man das Spiel lädt, an der man halt schnell gespeichert hat. Das heißt, wir haben jetzt alles geschafft schon. Also Hund getötet, Mine, bla bla bla. Alles fertig. Jetzt müssen wir halt hier noch durchkommen. Das ist aber immer noch Arsch. Wer? Also von daher, keine Ahnung, ob wir das schaffen. Aber ich wollte euch jetzt da trotzdem zumindest zum Teil mitnehmen. So. LOL! Das ist ja mega gut geklappt. Hätten wir das Schnellspeichern gar nicht gebraucht. Ich habe so gerade rausgefunden. Ich habe nämlich immer hier den hier gemacht. Moment. Immer hier so auf Start, ne? Dann Spiel laden, bla bla bla, weiter, weiter, weiter. Das hat immer so 5-6 Sekunden gedauert. Dann habe ich aber nochmal in der Steuerung nachgeguckt und da stand dann hier in dem Sinne von, wenn du auf die Back-Taste bei dem Xbox 360-Controller drückst oder bei der PS3 ist es halt anders. Da wäre es der Home-Button oder was auch immer, da würdest du, oder ich bin nicht sicher, ob es der Home-Button ist. Ist mir auch egal. Dann kann man dieses Schnellspeichern halt machen. Hier, da. Unten das Symbol von Apes Kopf da und schnell gespeichert. Ist echt richtig geil, weil dann muss man nicht immer so richtig krass übertreiben, na, und alles wieder neu machen. Hätte ich das gewusst bei dem anderen, hätte ich das auch wahrscheinlich so gemacht, dann hätte ich einfach nur springen müssen. Aber diese Sprungpassagen, das ist echt eine Zumutung. So. Hier sind die Klingeln. Lol. Achso, hier kann man dann irgendwas aktivieren. Aua. Alles klar. Ja, komm jetzt, folg mir mal. Bist du ja schon mal kaputt. So, hier kann man das Feuer anzünden. Huch. Downs. Oh! Lol! Na gut, da hätte ich wahrscheinlich eben kurz. Ihr wisst schon. Da durchgemusst. Dann roll ich mal durch. Hallo, komm mit. Down. So, jetzt mache ich Speicher mal hier. Schnell speichern. Dieses Spielstand wird dich da in Augenblick ein Fortschritt geht dabei verloren. Ach nee. Auf keinsten. Kurz drauf drücken bedeutet nur schnell speichern. Ja, Moment. Neu laden. Wir machen das dann noch ein bisschen besser. Ich glaube, ich speichere hier. Nee, Quatsch. Ach, fuck. Jetzt muss ich jetzt mal überlegen, wie das funktioniert hier. Moment. Hier ist einmal speichern. So. Jetzt läuft's. Okay. Alle habe ich nicht down gekriegt. Nein, lasst mich immer wieder laden. Lasst mich in Ruhe! Okay, alles klar. So, die sind jetzt down. Dann schnell wieder speichern. Ich bin deine recht große Pussy, muss ich sagen. Wie läuft das denn jetzt hier? I don't know. I don't know too. Beziehungsweise, eigentlich heißt es ja Me Too, aber was soll's. Wir haben noch nichts, wir haben das Feuer angemacht.
Hier sind die Teile jetzt fertig. Hm. Hier können wir auch noch nicht weiter. Ich sehe gerade, die Zeit läuft schon wieder ab. Ja, ich sag mal, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann gucken wir mal, wie wir hier weiterkommen. Mit der neuen Methode hier, mit dem Schnellspeichern, erleichtern wir uns auf jeden Fall ein bisschen das Spiel. Genau, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann. Tschüss.